Die Stimmung beim Oktoberfest des SV Schwechat war mitreißend. Wenn die Sportler trotz der Arbeit und der Mühen eines so großen Festes auch noch für so tolle Stimmung sorgen, zeugt das von Teamwork und Vereinsleben erster Klasse. Im Zuge ihres Oktoberfestes fand zum 9. Mal die Playback-Show statt, bei der die Sportler viel Humor zeigten und auch so mancher die Showbühne für sich entdeckte. Die Ehre des Bieranstichs hatte Bürgermeisterin Karin Bayer und sie führte dies mit Bravour durch. Und dann hieß es ganz nach Oktoberfest-Tradition: Ozapf dies! Sie sind auch sehr patriotisch angezogen, ne? Sind Sie ein richtiger Fan? Ich war bis jetzt einmal bei einem Match, da habe ich diesen Schal erstanden und heute habe ich ihn Gott sei Dank gefunden, weil ich möchte ein ganz großer Fan von unserem SVS sein. Und wenn man sieht, was die da auf die Beine stellen, da gehört auch jede Unterstützung geboten, die wir imstande sind. Man sieht auch, viele Trainer, viele Spieler helfen mit. So ist es. Ohne diese würde es nicht funktionieren. Es beteiligen sich alle, es beteiligt sich der gesamte Vorstand, die Trainer, die Eltern sind dabei. Alle helfen mit, dass dieses Fest ein ausgezeichnetes Fest ist. Wie wichtig ist so ein Verein für eine Gemeinde, für eine Stadt? Ich glaube, dass das Vereinsleben was ganz Wichtiges ist. Und der Sport hat seit jeher Tradition in Schwechat und gehört einfach gepflegt. Ich denke, das gehört dazu. Wenn man auf der einen Seite Leistung erwartet und Leistung bringt, dann darf es auch einmal sein, dass man hergeht und das in die andere Richtung nutzt und Feste feiert. Absolut wichtig, fördert nicht nur die Bewegung der Kinder, sondern auch natürlich ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl und das in Zeiten wie diesen ganz ein wichtiger Punkt ist. Für den Sportverein extrem wichtig, weil es unsere 19. Veranstaltung ist, unsere 19. Mini-Playback-Show und diese Tradition wollen wir aufrechterhalten und die Halle ist gerammelt voll, das heißt der Erfolg gibt uns recht. Es ist eine tolle Stimmung, wir haben hier dieses Mal das erste Mal dieses Festzelt aufgestellt und haben das mit dem Oktoberfest verbunden. Das heißt, es ist eine dreitägige Veranstaltung, es war gestern am Abend schon was. Es ist heute der Hauptakt mit der Mini-Playback-Show und danach Live-Musik. Und morgen gibt es dann ein Frühschoppen, das ist der Abschluss. Noch ein Stund und die Sonne geht unter, noch ein Stund und die Sonne geht auf, noch ein Stund und wir werden erst Montag, wird so hell, keiner geht nach Hause. Begeistert von der Mini-Playback-Show? Von der bin ich immer begeistert. Das ist jetzt schon die 19. Mini-Playback-Show und das ist immer faszinierend. Heute sind wir ausgewichen und haben gesagt, wir nützen die Gelegenheit eben beim Oktoberfest und wie man sieht, die Kinder sind begeistert bei der Sache dabei. Ich glaube, es ist einfach lustig. Es ist irrsinnig viel Arbeit im Vorfeld, das muss man dazu sagen. Es geht vom Kindergarten weg bis zur Kampfmannschaft und auch eine Trainergruppe hat eine Nummer. Nur das Problem ist, dass während den Trainingseinheiten und während den Spielen müssen sie noch zusätzlich über einige Wochen die Proben für ihr einzustudierendes Stück machen. Und daher ist die Belastung recht groß, aber ich glaube, es macht allen riesen Spaß. Nicht nur die Proben, sondern dann auch die Veranstaltung vor ein paar hundert Leuten. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?